Jetzt kommt der Höhepunkt von meinem Löwenzahnwurzeln-Kaffee-Projekt. Also, Löwenzahn nach Rezept, also die Wurzeln ausbuddelt, putzt und gestrehlt, geschnipselt, auf dem Dürrex getrocknet, dann leicht geröstet, ich würde jetzt sagen von der Farbe her, das ist eher eine leichte Röstung. Was ja eigentlich auch die Idee ist, weil schwärzer machen kann man es immer. Das ist meistens nicht das Problem. So, jetzt ist das noch ein bisschen grob, pulverig. Ups, super, bring den Löffel nicht rein. Lass den hier. Ja, dann passt die. Ein bisschen weiter auf die Distanz gehen. Jetzt kann ich das nochmal kurz da in Mörser rein. Ich würde jetzt mal sagen, ich habe keine Ahnung, wie es mit der Dosierung aussieht. Ich nehme jetzt mal zwei gehäufte Kaffeelöffel für die Tasse. Dann gehen wir dann der Heizung. Ja gut, wobei so heiß muss er gar nicht sein. Ich schaue einfach, dass das Wasser eine gewisse Temperatur hat. Das sollte ja für einen Kaffee zumindest ein normaler, soll es ja um 60 Grad sein oder so was. Aber dadurch, dass ich keine Ahnung habe von Kaffee, kann ich dann sowieso nicht sagen, ob es jetzt gelungen ist oder nicht gelungen, oder etwas mit Kaffee zu machen. Persönlich bin ich ja gar nicht so ein Fan rein philosophisch von einem Ersatzprodukt, wo man dann aber nicht darf merken, dass es etwas anderes ist. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Löwenzahnwurzel nicht die gleiche Gau hat wie Kaffee. Oder eben nicht ganz genau. Das ist, ja, eben. So für mich persönlich nicht so. Kritischer Punkt. Die Frage ist, ob man es trinken kann. Ich weiß nicht, wenn ich es gut finde, dann ist es wahrscheinlich nicht so wie Kaffee. Aber dann habe ich dafür etwas, was ich trinken kann oder was ich gerne habe. Und wenn ich es nicht gerne habe, dann müssen wir vielleicht einen Schritt weiter gehen und irgendeinen quälen, der sich mit Kaffee auskennt. So, fein genug dürfte es sein. Wahrscheinlich ist es von der Aromaentfaltung her. Sollte das nicht das Problem sein? Jetzt, wie gesagt, ich nehme ja den. Jawohl, das ist gut. Ich nehme ja da den Filter. Und gehe das hier da in den Filter rein. Weil wir müssen da nicht unbedingt eine Gemüsesuppe kochen. Sondern wenn, dann doch schon irgendeinen Aufguss oder sowas. So. Man ist ja sparsam. Löwenzahn gibt schließlich nicht mehr so viel. Ja, habe ich auch schon. Aha. So, gut. Ich glaube, zwar zu den Schweizer Preisen könnte man sich kaum leisten, den Rasenmäher-Überreste direkt. Kaffee zu kaufen, dann wäre sogar der noch zu teuer. So, gut. Also. Jetzt wird es lustig. Tun wir das Wasser. Ja, ich würde jetzt sagen, jetzt da etwas genau. Noch ein gutes Kalz dazu. Hola, Josh. So, jetzt könnte man das gerade noch brauchen zum Rest der Mörser mit ausspülen. Ups, ja nein, das muss ich jetzt nicht gerade vorstellen. Den Mörser spülen, dann mal die erste Ladung rein. Also farblich ist es gerade gar nicht so schlecht.
denke, wenn es nur darum geht, die Farbe zu simulieren, wäre mir die Sache relativ näher. So, jetzt habe ich mal einigermaßen die ganze Kanne hier aufgegossen. Gerade die ganze Tasse war vielleicht auch ein bisschen nicht zu wenig gewesen. So. Jetzt würde ich sagen, ach so, ja gut, das bleibt eh der grösste Teil drin. Jetzt bei einem normalen Kaffee heisst es ja, dass man nicht allzu lang reinziehen soll. Da. Ist ja nicht wie beim Tee. Ich meine, vom System her geht es jetzt schon in Richtung Tee. Oder vielleicht kann man dem irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen Filterkaffee-mässig etwas sagen. Was zwar, glaube ich, bei den meisten Schweizer Kaffee-Fans jetzt nicht unbedingt Begeisterung auslöst, wenn ich das Wort Filterkaffee ins Maul nehme. Das ist mehr weiter im Norden ein bisschen aktuell. So. Also ich nehme jetzt einmal an, dass die ganze Wade damit einer nicht stark wird. Stark geworden ist, aber so farblich muss ich sagen. Farblich könnte man es als Kaffee verkaufen. Schmecken tut es ein bisschen abreselt. Wobei ich jetzt ehrlich muss sagen, schmecken tut es nicht wie Kaffee. So viel weiss ich über Kaffee. Ich schmecke sie auch relativ gern. Schmeckt es eindeutig lieber als ich es trinke. Jetzt probieren wir die Sachen mal in unbenutzt. Es wird schwierig, mein Gesicht zu filmen. Geht echt ein fliegender Kamerawechsel? Das wäre jetzt mal noch cool. Nein. Moment. Nee, das geht nicht. Ich hätte jetzt noch immerhin können noch ein Foto aufnehmen, ein Standbild. Ja, gut. Ich könnte ja mal schauen, wenn ich jetzt das Telefon auch noch nehme. Dann kann man vielleicht das nachher zusammenschneiden. Hier. Zweite Kamera. Und jetzt probieren, die so zu montieren, dass ich mit drauf bin. Ups. Da kann ich jetzt nicht gut die Frontkamera nehmen, weil sonst ist das ziemlich. Sonst sieht man nichts, sagen wir mal so, oder? Das hat dann höchstens einen sehr rein dokumentarischen Wert. Gut, ich platziere mich da mal in der Nähe. Jetzt machen wir mal einen Schluck vom ungesüßten Zeugs. Also nach den Erfahrungen, die ich bis jetzt mit echtem Kaffee gemacht habe, wie gesagt, ich ja nicht wahnwitzig gern, aber ich habe doch ein, zwei Mal ein bisschen probiert. Ich muss jetzt sagen, es ist kein Kaffee, also das kann man nicht behaupten. Aber ja, vielleicht, wenn man es noch ein bisschen stärker röstet, dann muss es irgendwie ein bisschen mehr nach Kohlegau, noch ein bisschen bitterer werden. Vielleicht habe ich ja die Wurzel ein bisschen zu gründlich gewaschen, dass der Bitterstoff ein bisschen ausgespült hat. Aber ich muss jetzt sagen, schlecht ist es eigentlich nicht. Also das kommt in eine absolut trinkbare Angelegenheit. So, also pur. Es hat so ein bisschen da den, ja, wie soll man sagen, gemüsige, ja, in einem gewissen Sinn gemüsige Geschmack. Also man merkt einfach, dass es ein bisschen Grünzeugbasis ist. Was aber der Sache eigentlich ganz gut tut, finde ich jetzt. Durchaus noch ein frisches Aroma. Ja, also ich würde jetzt sagen, es ist nicht ein Kaffee.
denke, für Leute, die jetzt totale Kaffee-Junkies sind, da würde ich jetzt nie denen das als Kaffee verkaufen. Aber als irgendwie so Pflanzenmisch, Röstgetränk oder so kann man das absolut bringen. Also würde ich jetzt behaupten. Das ist also durchaus funktionierend, die Anwendung von Löwenzahn. Und ich nehme schon an, mit verschiedenen Röstgerätern und so kann man noch etwas mehr machen. Wahrscheinlich ist der typische Löwenzahngeschmack, den man jetzt drin hat, kann man wahrscheinlich auch noch etwas rausbringen und so. Aber wenn es einfach nur noch bitter ist, ja, ich weiß nicht, dann kann man ja wirklich den Rasenmäher nehmen. Das ist einfach alles, was im Garten anfällt, so lange in die Pfanne schmeißen, bis es schwarz ist, ist jetzt auch nicht so elegant. So, jetzt tun wir noch ein bisschen Zucker holen. Ich muss jetzt aber ganz ehrlich sein, ich finde, das ist auch ohne etwas wäre es trinkbar. Jetzt muss ein bisschen etwas da. Im Moment ist es einfach noch ein bisschen heiß, was ja nicht schlimm ist. Das war die Idee dahinter grundsätzlich. Es ist ein heißes Getränk eigentlich. Ich weiß nicht, ob die Kaltextraktion von Löwenzahnwurzeln besser wird. Gar wird es ja wohl auch. Und dann kann man sie wahrscheinlich auch einfach so kochen, das ist nämlich gar nicht so schlecht. Habe ich probiert, vielleicht könnte man auch die Löwenzahnwurzeln als Snack brauchen oder so. Könnte man sogar vorstellen. Spätestens wenn man es frittiert und salzt oder so, ist es ziemlich egal, wie das Grundbasis ist. Dann ist mehr das Problem, dass sie so im Boden ein bisschen unförmig rauskommen. So. Immer noch nicht zu heiß, aber mit Zucker natürlich. Das ist echt trinkbar. Zum Test vervollständigen und dafür sorgen, dass ihr mir nicht mehr stundenlang beim Kaffee Schlückli-Weissjöckli zuschaut oder beim, ja, eben, Kaffee ist es nicht, aber Löwenzahnwurzel Aufguss. Probieren wir jetzt auch noch mit Milch. Kaffee-Rahmen haben wir leider nicht im Angebot. Kühlt noch ein bisschen ab. Ja. Ja. Wird immer besser. Also mein Fazit von dieser ganzen Aktion. Ausgesehen tut es sowieso wie schwarze Brühe mit Milch drin. Also optisch können wir es immer als Kaffee verkaufen. Im Großen und Ganzen finde ich das Experiment ist eine coole Sache. Kann man machen. Und den Rest behalte ich jetzt mal auf. Die Dosierung habe ich ungefähr getroffen, würde ich sagen. Auch da kann man es sicher noch etwas stärker machen. Das Zeug hier im Filter ist jetzt wahrscheinlich auch noch nicht ausgelaugt bis zum letzten. Da hätte man sicher auch noch warten, bis noch etwas mehr Gerbsäure reinkommt. Dann wäre es auch wieder schön bitter geworden. Aber ich persönlich muss jetzt auch nicht so das Verrecken bitter haben. Ja. Weiß nicht, ob ja, dass man wenigstens noch eine Aufnahme hat von mir mit meiner. Na gut, geht jetzt, da sind wenigstens die Wäsche. Ist das schon mal ein guter Start so? Hm? Kann man trinken. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es im Löwenzahn Koffein hat. Vermutlich nicht. Andersrum, so selten ist Koffein in der Natur jetzt auch wieder nicht. Es sind an vielen Orten ein bisschen drin. So. Yep. So, ich bin zufrieden. Ich kann das also durchaus als Experiment empfehlen. Rezepte dazu findet man im Internet relativ problemlos. Zum Teil mit lustigen philosophischen Zusätzen drum. Ja, ich meine, das muss jeder selber wissen, wie er sich zu den Kräften der Natur stellt, jetzt in dem Zusammenhang. Aber
es ist jederzeit als Bereicherung so noch cool und wachsen tut das Geschmäuss sowieso überall. Und dann ist es wirklich einfach, so lange putzen. Ich habe es jetzt noch mit den Bürsten abgeschraubt, bis die Wurzel relativ weiss, bis fast schon weiss war. Die dickeren Wurzeln natürlich einfacher als die dünnen, logisch. Also ausbuddeln das Zeug mit möglichst viel Wurzeln, Blätter. Ja, da will man ja die dicken, fetten, grossen Löwenzahn, dann kann man mit den Blättern meistens nicht mehr viel anfangen, weil denen kann man dann wirklich mehr Leder gerben, als das Zeug noch essen. Das habe ich übrigens auch probiert, das ist so. Außer das fällt, es wüsste jemand noch ein cooles Rezept, wie man da die Gerbsäure und Bitterstoff und so wieder rausbringt. Irgendwelche Tricks wird es da geben. Aber nun, sei es was will, in meinem Fall habe ich den Blätter jetzt im Kompost abserviert, die Wurzeln geschrubbt, dann klein geschnetzelt, also relativ klein geschnitten, in einigermaßen gleich grosse Stücke übrigens, das ist noch wichtig wegen dem Rösten, weil wenn Stücke extrem unterschiedlich gross sind, dann verbrennen die einen beim Rösten und die anderen sind noch roh am Schluss. Also einfach schauen, die dünnen Wurzeln ein bisschen längere Stücke, die dicken ein bisschen kürzere Scheibchen. Und dann das Geschmäus auf den Dürrex gerührt, für so über Nacht habe ich es jetzt gemacht. Beziehungsweise, ja, nein, es sind 4, 6, 7 Stunden und so. Ja, das langt. Man kann es auch in der Sonne trocknen lassen, habe ich gehört. Da gehen es glaube ich irgendwie 3 Tage. Habe ich jetzt keine Lust gehabt zum Warten. Und außerdem ist das im Oktober mit der Sonne da auch so eine Sache für sich. Schifft sowieso aus. Ah gut, aber wie auch immer. Also, ich habe es jetzt technisiert gemacht. Putzen, schnetzeln, dehren, rösten, pulverisieren und dann den Aufguss, je nach Gusto, je nach dem türkischen Mokka, wo man das Zeug reinlässt. Oder bei mir jetzt mehr so ein bisschen im Filtersystem. Ich denke, da kann jeder dann selber experimentieren, was am liebsten hat. Zucker und Milch nach Belieben, eben so, geht sogar ohne, ist jetzt eine recht milde Angelegenheit gewesen. Weil Kaffee einfach nur schwarz, das wäre mir jetzt ein bisschen zu viel gewesen. Und dann ist es, ja, mal noch ganz cool. Und bis auf die Arbeit auch ziemlich kostengünstig. Merci vielmals.